An den Pariser Gebäuden ist es unschwer zu erkennen. Frankreich hat zum Jahresanfang die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das Land will in den kommenden 6 Monaten unter anderem eine Schengen-Reform zur besseren Grenzverteidigung auf den Weg bringen und sich für einen EU-weiten Mindestlohn sowie die Schaffung einer CO2-Steuer für Importe einsetzen. Wenige Monate vor der Präsidentschaftswahl unterstrich Amtsinhaber Emmanuel Macron in seiner Neujahrsansprache die Bedeutung der EU. Er versprach alles dafür zu tun, dass die französische Ratspräsidentschaft ein Moment des Fortschritts werde. Fortschritt bei der Kontrolle unserer Grenzen, bei klimafreundlichen Technologien, bei der Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen, beim Aufbau eines neuen Bündnisses mit Afrika, bei einer besseren Überwachung der großen Internetplattformen, bei der Kultur in Europa. Der Vorsitz des Ministerrats wechselt alle 6 Monate zwischen den 27 Mitgliedsländern der EU. Frankreich übernimmt von Slowenien und übergibt im Sommer an Tschechien.